Hallo liebe Abonnenten und die, die es noch werden wollen. Wir waren gerade shoppen. Wir werden jetzt noch geschwind den Weißmagieladen aufsuchen. Den wir mal schauen, was wir denn noch für eine Heilung bekommen. Kauf. Halt den Zustand dunkel. Die feindliche Magie wird gebannt. Halbiert Blitzschäden. Ausweichfähigkeit eines Gefährten steigt. Nee, danke. Ich hätte lieber die nächste Stufe von Vita. Sprich, normalerweise Vitra. Zumindest in den neuen Final Fantasy Teil. Na komm, gehen wir noch mal ins Inn. Dass wir auch heile sind, wenn wir hier wieder losziehen. Ja komm, mach schon jetzt hier. Sodele! Wir rennen hier wieder raus aus der Stadt im Highspeed. Oh oh. Mich schreibt da einer an, das ist wunderbar. Verdammt, ich hab vergessen, den Fast zu heilen. Oh, ja, das ist schön, Leute. Macht mal Mängel. Oh, oh, ich bin auch gerade beim Aufnehmen. Ach komm, ich pausiere das extra mal. Bis gleich, Leute. So, und da sind wir auch wieder. Gab ein bisschen was zu klären. Und eigentlich wollte ich ja meinen Novizen wieder mal auf die Beine stellen. Okay, das machen wir nicht nach dem Kampf. Nur noch während des Kampfes, weil sonst kriegt er ja wieder keine Erfahrungspunkte, der Gute. Und du machst Magie Vita auf den. Nee, bringt ja nichts. Du schmeißt den Phönix wieder gegen den Kopf, so. Vita für den Arsch. Habe ich mir eigentlich anders gedacht. Aber nun ja. Und da kommt das kleine Engelchen mit dem grünen Äuglein und belebt uns an den Wiesen wieder so. Dann greifst du den mal mit an und du zauberst den mal noch ein bisschen Vita in den Hals und du zauberst mal noch ein bisschen Feuer den an den Hals. Wunderbar. Schön, schön, schön. So muss das sein. Also das Vita, das wird langsam rückständig. Das reicht bald nicht mehr aus. So, da haben wir den Ogre jetzt auch platt gemacht. Dürfen noch einmal für ein wenig Gesundheit in der Gruppe sorgen. Jawohl, und wir sind alle schon auf Level 10, bis auf unseren Riezen, der ist auf Level 9 ist, weil er sich ja gerne mal schlafen legt, die faule Nudel. So, unser Weit darf mal wieder ein bisschen zaubern hier. So. So. Jo mei. Und schon sind wir wieder alle topfit. Können weiterziehen. Und ich weiß halt bloß. Oh Mann. Ich weiß halt bloß nicht, wo jetzt diese verflixte Höhle war. Die war irgendwo da drüben, ne? Diese ganzen Zufallskämpfe gehen mir ein bisschen auf den Sack, aber. So läuft das hier nun mal. So, so. Magie, Eis, mach's mal auf das Hinterste. So, da haben wir den ersten schon platt. Ja, diese Teufelsrosser, die waren mal wesentlich riskanter jetzt mittlerweile mit durchgestiegenen Level. Lassen die sich auch schon recht leicht erledigen. Aber lästig sind die trotzdem noch, ohne Zweifel. So. Aber hier haben wir die Höhle. Nein! Wir machen uns erst nochmal alles heile hier jetzt. Du gehst. Du noch nicht. Du gehst. Du noch nicht. So. Items. Blablabla. Äther. Benutzen auf White. Wunderbar. Dann des Weiteren werden wir jetzt noch einmal abspeichern. So. Und jetzt gehen wir in die Höhle rein. Das für ein Besen. Was? Und steht, was dahinter steckt. Ein Zauber der Erkenntnis, der den Horizont erweitert.
Ja, wunderbar. Ja, dann gehen wir mal hier rein in die Tür. Da sind noch mehr solche Besen. Was? Matoya. Au! Aua! Was sind das für ein Zauberer hier? Matoya. Matoya heißt er, ja genau. Meine Augen! Ich kann nicht sehen! Au, aua! Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind. Es muss mir gestohlen worden sein. Beim Satanskraut. Aber von wem bloß? Liegt hier irgendwo ein Kristallauge rum? Nein, ich sehe keins. Dann quatschen wir mal direkt an. Meine Augen. Meine armen alten Augen. Autsch, verflixt. Ohne mein Kristallauge kann ich nichts sehen. Es muss mir gestohlen worden sein. Beim Satanskraut. Aber von wem bloß? Na, dann schauen wir uns halt mal ein bisschen um. Bücherregale sagen uns nichts. Diese ganzen komischen Totenschädel und Krüge sagen uns auch nichts. Dahinter steckt bla bla. Zauber, Horizont erweitern und so weiter und so fort. Potion gefunden. Jawohl, wir beklauen den alten. Antidote gefunden. Und noch eine Potion gefunden. Aber ich glaube doch jetzt nicht, dass wir den jetzt bloß ein bisschen beklauen konnten. Und dass das dann gewesen sein soll. Ich würde sagen, irgendwo werden wir wohl noch sein Auge finden. Und der blöde Besen. Wir werden ihm das dann mal irgendwie zurückbringen. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht, dass das nicht mehr ist hier. Weil jetzt geht das Gelatsche wieder los, diese ganze Latscherei. Ich verstehe das nicht. Ja. Dann rennen wir eben mal so weit nach links wie möglich. Da geht es nicht weiter. Huch. Uiuiui, jetzt fahren sie aber schwere Geschütze hier auf. Ja, wir hauen einfach sinnlos drauf. Wie die Schmiede. So. Hier gehen wir weiter runter. Ja, da sind wir wieder bei der Brücke. Na toll. Dann gehen wir halt nochmal in die erste City. Cornelia, genau. Cornelia war das. Und gehen nochmal zu der Tänzerin, weil die weiß angeblich immer Bescheid, was denn so abgeht. Hier haben wir noch die Tänzerin schon. Ich bin eine süße Tänzerin. Seid ihr schon im Westschloss gewesen? Mit der Krone aus der Sumpfgrotte soll man das Schloss angeblich wieder aufbauen können. Mit der Krone aus der Sumpfgrotte. Westschloss. Dazu sollte ich vielleicht dann doch mal mein Schiffchen holen. Und das Westschloss aufsuchen. Eingelatsche. Och, das nervt. Södele. Und wir machen diese ganzen Wölfe wieder platt hier. Es wäre echt von Vorteil, wenn es hier mal sowas wie eine Map geben würde. So, gehen wir hier nochmal rein in die City. Gehen nochmal ins Hotel oder ins Inn. So. Ja, komm, mach jetzt hier nicht so lange rum. Ihr geht schlafen, bubu, schön, 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 schön. Oh, wir rennen wieder komplett nach unten durch. Da ist mein Schiffchen. Oh, wir fahren mal Richtung Westen. Unter der Brücke durch. Nach Osten. Achso, da geht's nicht viel. Okay, da geht's nicht großartig weiter. Also fahren wir wieder zurück. Das ist der Scheiß, wenn es keine Map gibt. Da geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Und auch da ist wieder Feierabend. Jawohl. Dann müssen wir halt mal Richtung Süden, um vielleicht nach Westen zu kommen. Wow, so weit südlich war man nur beim besten Willen noch nicht. Oder waren wir hier auch schon? Was haben wir hier für einen Hafen? Wollen wir mal an Land gehen?
Huch, und schon geht es wieder los hier. Ja, dieses Spiel wird mir langsam... Oh Mann, wird mir langsam auch sicher zum Rätsel. Oh! Oh! Oh, wo sind wir Netze? Wir gehen einfach mal da rein. Elfenstadt. So. Oh, bitte helft unserem Prinzen. Was sollen wir ohne ihn nur tun? Das ist mir erstmal wurscht. Ich gehe erstmal Bubu machen. Herzlich willkommen. Oh, das wird immer teurer, wenn wir hier pennen gehen, ey. Aber nobler wird es noch lange nicht, deswegen. So. Schwarzmagierladen. Na, dann gehen wir mal rein in den Schwarzmagierladen. Schauen wir mal, was die so im Angebot haben. Wow, jetzt wird's interessant. Feuerer, Feureka, yeah, Mann. Ein Gegner wird gelähmt, Blitzschaden, senkt Ausweichfähigkeit. Feuerer, Feuerer, lag mich doch am Arsch, du. So, Lele. Haufen Kohle jetzt rausgeschmissen. Aber unser Weißmagier, der hat immer noch nichts geleistet. Was ist das hier? Das wird eine Kirche, ne? Jo. Oh, was bist du für einer hier? Ich bin ein Prophet. Zu gegebener Zeit werde ich meine Prophezeiung aussprechen. Doch bis dahin müsst ihr euch in Geduld üben, meine jungen Kämpfer des Kristalls. Sag mal, woher kennen mich denn alle? Da ist der Item-Shop. Da geht's dann... Noch ein Schwarzmarkt geladen. Ich bin ein Prophet. Hä? Schon wieder ein Prophet? Okay, hier geht's wieder raus. Und da geht's wieder rein. Ist ja lustig. Wie viele Magierläden gibt's denn hier? Oh, hier ist ein Friedhof. Ein Grabstein. Ja, wunderbar. Ein Grabstein. Lass mich raten, das ist ein Grabstein. Hier schläft Link. Das ist aber Link. Link, Link, Link. Hieß so nicht der Typ aus Zelda? Von Zelda? Ah, und da fehlt uns jetzt die Kohle. Ein Flächenangriff gegen Untote. Wow, da kann sogar mein White mal was machen. Ist ja cool. Exfoil kenne ich schon. Heilung. HP-Heilung der Truppe. Gruppe. Alles klar, aber dafür brauche ich mehr Kohle. Brauche ein paar mehr Finanzen dafür. Oh. Der König der Dunkelelfen, Astos. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Ja, niemand kann mir erzählen, was sie überhaupt mit ihm auf sich hat. Ihr Flaschen. Oh, ah, Elfenschloss. Vielleicht hätte ich da mal von Anfang an hingehen sollen. Hey. So. Wir stiefeln wieder gerade durch. Oder auch nicht. Das sieht aus wie ein wichtiger Saal. Oh, da schläft jemand. Elfenhaus, 5 lange Jahre ist es nun her, seitdem Astos dieses Schloss überfiel und unsere Prinzen verfluchte. Sämtliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht. Doch ich bin mit meiner Elfenweisheit am Ende. Ich würde sagen, er schläft. Ich würde sagen, er schläft. Eine schlafende Majestät. Jo, das bringt mich jetzt aber derzeit auch gerade nicht weiter. Nicht wirklich. Oh, schön, sind wir hier im Vorgarten. Ja, das ist... Also diese Schlösser sind schon echt kurios aufgebaut. Oh Mann, da habe ich wieder eine Stadt gefunden. Und wir kämpfen nochmal. Geschwind. So, machen an dieser Stelle Schluss für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao, macht's gut.